Hello world, I'm Ben Man, and nice to meet you. Got some questions I'm wondering, can you answer, like, how much longer I do this? How much longer I do this? Till they realize they stupid for overlooking this cool kid. Yo, was geht, was geht, Leute? Kevin Mann, wir sind mit einem neuen Gameplay von, keine Ahnung was, weil ich das hier ziemlich früh recorde. Ja, ich recorde das ziemlich früh gerade. Früh im Sinne von, ich habe noch kein Gameplay, wo ich das draufsetze. Also, ich weiß nicht, vielleicht nämlich wieder eins von Valdemar. Der Xdeadly Venom will mir auch bald ein COD Black Ops 2 Gameplay schicken. Aber kommen wir gleich zur Sache. Willkommen zum neuesten Format. Ja, ich weiß, ich fange momentan ganz schön viele neue Formate an, aber das Format finde ich richtig geil. Kev beantwortet, werde ich das wahrscheinlich nennen, oder Ask Kev, Hashtag 1, dies, das, Ananas. Hier habt ihr mir Fragen gestellt. Ich habe hier einige Fragen zusammenbekommen, was mich richtig gefreut hat. Also fangen wir gleich mal an. MAGX Avantik fragt: Bist du auf AC Unity und AC Rogue gespannt? Mein lieber MAGX Avantik, ich kann dir mit Beschlossenheit und Entschlossenheit sagen, dass ich abgrundtief scheiße finde, dass schon wieder neue Assassin's Creed Teile rauskommen. Wir bringen doch alle 2 Jahre raus, sagte Ubisoft. Und was machen die? Die bringen gleich 2 im Jahr raus. Ich finde das so kacke, Alter. Ubisoft, hört auf mit der Scheiße. AC Unity finde ich ja noch irgendwo geil. Weißt ihr? Der Coop-Modus, der hat hohes Suchtpotenzial. Aber AC Rogue, was soll der Scheiß? Nicht alle haben die Xbox One. Wollen wir denn noch ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen und jetzt AC Rogue bringen, damit die Xbox 360 und die PS3-Leute und die PC-Zocker auch mal was haben? Scheiße da. Und das Schlimme ist, Rogue kann man nicht mal online zocken, also fällt das für mich weg. Das AC Unity und AC Rogue sind so ziemlich die Spiele, wo ich mich überhaupt nicht drauf freue. Scheiß darauf und ich bleib bei AC 4 und AC 3 im Multiplayer. Also fuck off. Emma gegen Savantix, zweite Frage ist, würdest du ein Abonnententreff machen? Ja, also würde ich. Das Ding ist, ich muss mich noch ein bisschen hochschlafen auf YouTube. Mit 82 Abonnenten ein Fan-Treffen wäre schon, 83 mittlerweile wahrscheinlich, wäre schon ein bisschen bitter so. Also bei 82 Leuten Fan-Treff, 82, 83, das ist eh der Wayne Train. Das macht den Wayne nicht Train, oder das macht den Train nicht Wayne. auf jeden Fall, da muss man immer dann differenzieren, so, da würden vielleicht 2 Leute kommen. Aber wenn ich so 2000, 3000 Abonnenten hätte, würde ich das wahrscheinlich mal tun. MAGX Awake fragt, wie knifft man Steine am besten? Das ist natürlich eine sehr leichte Frage. Du stellst dich hinter einen Stein, wie siehst ein Zivi an und drückst Y, solange du Knife auf Y hast. Wenn du auf Y leider nur eine Gun und einen Giftpfeil oder eine Destruction oder Disruption oder wie die scheiße Störung auf Englisch heißt hast, dann geht das natürlich nicht. Lola Bunnybutt fragt, aus allen AC Multiplayer 3 Lieblingscharaktere und 3 Hasscharaktere. Die Frage ist natürlich jetzt richtig mies, Alter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mies. 3 Lieblingscharaktere, der Arzt aus Brotherhood, der Harlequin aus Brotherhood und der Huntsman. Und 3 Hasscharaktere sind der Quacksalber aus AC3. Das ist mies. Und alle Weiber aus AC Brotherhood, weil die alle so hässlich waren. Keine Ahnung, die sind alle so übel hässlich, das ist krass. Und die zweite Frage von Lola Bunnybutt ist, hast du schon mal einen Muggel mit Backbananen beworfen? Lola, das habe ich noch nicht. John Mustermann fragt, wenn du ein 1 gegen 1 gegen MAG Hooligan machen würdest, was glaubst du, würdest du gewinnen? Meucheln, PS, nicht im Real Life. Also im Real Life würde Mahat natürlich mich richtig durchnudeln. Ja, das weiß ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich und er sind ja ein bisschen eingerostet im Meucheln. Ich nehme mal an, du meinst AC3 Meucheln, weil AC4 scheiße und ACS geht. Ja, also das kommt immer auch auf den Host an. Also wenn er Host ist, würde er auf jeden Fall gewinnen. Wenn ich Host bin, würde ich zu 60% gewinnen, weil ich abgrundsätzlich... ich habe mal wieder Mic-Probleme, aber das sollte sich wieder behoben haben. Es tut mir so leid, dass es so scheiße ist immer. Mit diesem scheiß Audio City oder wie der Fick heißt. LFAX Sugarfree fragt, magst du Nudeln? LFAX Sugarfree, ich liebe Nudeln. Lola Bunnybutts dritte Frage ist, was ist dein Lieblingsbuch? Also bitte, ja, ich glaube, das ist ein dicke, fette Verarsche. Wir haben das Jahr 2014, wer liest denn heute bitte noch ein Buch? Nee, Spaß beiseite.
obwohl das eigentlich nicht Spaß war, aber du weißt ja, ne, Bücher lesen und 2014 ist genauso wie, keine Ahnung, ich habe in meinem Leben ein Buch gelesen und das ist auch nur, weil ich es lesen musste, und das ist Vorstadt Krokodile, und das war eigentlich gar nicht so scheiße, und das ist nur nicht so scheiße, weil ich den Film geschaut habe. Deadly Venom fragt, benutzt du auch Zahnpasta als Haargel? Ja, ich benutze auch Q-Tips als Kacke. Nee, warte, das muss lustiger sein. Ich benutze auch Zahnpasta als Gleitcreme und ich benutze auch Scheiße, um meine Zähne zu putzen. Der Wortet-Basinger fragt, sollte man regelmäßig raushauen wie Exotic Rose oder sollte man in großen Abständen ablaufen wie Julians Blog? Also erstmal Devoted, Julians Blog macht regelmäßig Videos, und zwar auf seinem Julians Blog Battle Kanal. Er lädt pro Woche 3 Videos hoch plus eine Analyse, also 2 Videos und eine Analyse, und das ist schon genug Arbeit, da hat er nicht mehr Zeit für seinen First Channel. Und ich weiß ja nicht, wie Exotic Rose hochlädt, aber wie du anscheinend hier die Frage stellst, lädt sie ganz schön viel hoch. Mach's wie du willst, also ich lad hoch, wie ich Bock hab, und ja. Also hier wird sicher, das wird jetzt länger als 10 Minuten gehen, mein Commentary, aber ich weiß noch nicht, wie gesagt, welches Gameplay ich da drauf setze. Vielleicht mache ich irgendwie eins und dann ein schwarzes Bildschirm oder keine Ahnung, oder Bilder. Also auf jeden Fall, Julians Blog, wie gesagt, er macht halt Analysen und die dauern auch seine Zeit und die dauern auch mal länger, mal kürzer, und deswegen, und Exotic Rose habe ich halt keine Ahnung, wie die ihre Videos, anscheinend wie du es halt schreibst, haut sie ihre Videos täglich einen raus oder zwei, was weiß ich. Ich habe die Schlampe nicht abonniert, nichts gegen Exotic Rose, ich liebe Frauen, ich finde, jeder sollte eine haben. Und wie auch immer, wie du Bock hast, meinetwegen hau raus, meinetwegen nicht. Also ich mach's ja immer in Abständen, mal mache ich mal in einer Woche 3 Videos, mal eins, mal ein Monat eins. Dies ist das Ananas, und kommen wir zur nächsten Frage. Mr. PvP 187 fragt, wie kann man solch grammatikalisch Fehler absolvieren wie du? Lustig, dass du grammatikalisch falsch geschrieben hast, aber ist ja eh ein Spaß. Wie soll ein Anfänger am besten üben zu betäuben in AC3? Er meint betäuben. In AC3 betäuben ist, also in AC3 jemanden zu betäuben ist so ziemlich das Einfachste auf der Welt. Frag mich mal, wie man in AC4 betäubt, da kriegst du nämlich einen Heulkrampf, weil es weder Smoke, Knife ist scheiße. Also in AC3 zu betäuben, einfach Knife werfen, drauf zurennen und X spammen, das klappt zu 90%. Und wenn das nicht klappt, dann Knife werfen, Animo-Schild und dann X-Spam, das klappt auf jeden Fall. Eckhead TV fragt, was denkst du denn über den neuen 3DS? Also ich und DS sind ja DSs, Mehrzahl von DS, DSs, nicht Spaß, keine Ahnung. Also ich finde es schon ein bisschen krass, dass Nintendo wirklich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein DS rausbringt. Erst der DS, dann DS Lite, DSi, DS 3DS, 3DS XL, DS 3DS, 3DS XL, 3DS groß, 3DS dies, 3DS Eierlutschen, keine Ahnung. Nicht Spaß. Auf jeden Fall finde ich es übertrieben, also so langsam könnten sie es auch lassen. Der Wortet Basinger fragt, welcher AC Multiplayer gefällt dir am besten und warum? Also bei AC Multiplayer muss man immer differenzieren, es kommt da auf die Modis an. Zum Beispiel AC3 Meucheln, es geht nichts über AC3 Meucheln. AC4 Artefakt, es geht nichts über AC4 Artefakt. Und deswegen, da differenziere ich dann halt. Also es gibt natürlich auch Modis, die sind abgrundtiefe Gammelficke, aber da würde ich schon fast sagen, ja. Da finde ich schon AC3 und AC4, das ist halt Modis bedingt. Das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen, Modis bedingt. MAG Toxic fragt, wann machst du ein eigenes Gameplay? Ich habe kein Aufnahmegerät, somit weiß ich nicht, wann überhaupt mein Gameplay oder ob überhaupt mein Gameplay von mir kommt. Ich habe mir schon mal überlegt, mit einer Kamera ein Gameplay abzufilmen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Deswegen wird wahrscheinlich voraussichtlich kein Gameplay von mir selbst kommen. Lieblingsspiel und warum? Mein absolutes Lieblingsspiel of all time lautet...
choose.